Auch ich erinnere mich noch an das Video von damals. Das war schon cool. Und damit recht herzlich willkommen bei Tiny Tommy. Ja, meine Freunde, ich habe euch damals mal von den Siebels das Power Laboratorium vorgestellt. War eigentlich eine ganz coole Sache. Ich verlinke euch mal den Link unten in die Textbox. Und neulich bei eBay habe ich dieses coole Set entdeckt. Dieses Battle Fortune Set. Das musste ich natürlich unbedingt haben. Das Coole an der ganzen Sache ist natürlich, hier ist wieder ein exklusiver Zibit mit on board. Dann haben wir hier einen coolen Fahrstuhl. Damit könnt ihr den Zibit hoch und runter fahren lassen. Eine kleine Rampe, um ihn ins Portal zu schicken. Das ist leider jetzt nicht hier abgebildet. Und natürlich ein Raketenset, um die bösen Geister in das Netz zu befördern. Das Ganze braucht natürlich Batterien und ruhige Nerven. Ja, dann wollen wir das Ganze mal aufbauen. So, los geht's. Da ist er. Ups, da ist er runtergefallen. Jetzt fährt er hier durch und muss einen von den Monstern hier wegbefördern. Was? Cool. Wie gesagt, Steuerung ist ein bisschen schwierig. Na, komm rein schon. Die Zuschauer wollen noch was sehen. So, jetzt befindet er sich hier drinne und jetzt müssen wir auf diesen Knopf hier drücken. Und dann müsste er theoretisch, kann man das sehen, hier reinfliegen. Naja, funktioniert nicht immer. So, dann würde ich mal sagen, probieren wir das Ganze nochmal aus. Diesmal hat es nicht funktioniert. Helfen wir ein bisschen nach. Da sollst du nicht hin. Du sollst da runter. Und. Hier übrigens befindet sich der Schalter für hoch und runter fahren. Jetzt ist er ja ganz oben. Mitte ist aus und ganz nach links ist runterfahren. Hier ist noch ein Stückchen Bahn. Jetzt fährt er hoch. Hört übrigens automatisch auf. Der Fahrstuhl ist nicht allzu laut. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen weiter. Gucken, was passiert. Wir treffen. Oh, nicht getroffen, leider. Thank you.
befinden wir uns im Fahrzeug und müssen ab durchs Portal. Hier ist übrigens der Knopf. Und so soll es dann funktionieren. Wenn es dann funktioniert. Ihr könnt auch die Pistole zu einem anderen Ziel bis Z verwenden. Man kann sie sogar auch ein bisschen drehen. So, jetzt versuchen wir das Ganze mal per Hand. Ups. Okay, getroffen. Nein, der Fahrstuhl ist jetzt besetzt. Du kommst hier nicht rauf. Warte ab. Erstmal muss ich nach oben fahren. Oder auch nicht. Das soll das Zeichen sein zu meinem kleinen Fazit. Ja, also ich finde, das hat durchaus gelungen. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass man wenn man die Pfeile abschießt, dass die kleinen Monster nur per Zufall ins Netz fallen. Und was noch schade ist, die Monster oder dass der Zielbild nicht ins Portal reingeschossen kommt, so wie in der Werbung. Ansonsten, es ist ein bisschen schwierig, da ranzukommen und die anderen Sets sind auch ein bisschen teurer geworden. Ist eben halt nur für Liebhaber und die Steuerung ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ansonsten war es das auch schon wieder von meiner Seite aus. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Tiny Toons!